Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmande. Wir sind heute beim 12. Tag meiner 100-Tages-Challenge und heute ist der 27.09. Donnerstag. Heute danach gibt es dann auch wieder einen Livestream. Deswegen jetzt schon 16:35 und deswegen sollten wir auch gleich anfangen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen wird die Folge auch nicht allzu lang, also maximal eine Stunde. Weil ihr wollt ja dann auch den Livestream sehen, ne? Also wenn ihr die Folge seht, dann habe ich dann die Woche bevor den Livestream gemacht, den ihr jetzt seht und jetzt. Aber es wird ja trotzdem einen Livestream geben, es sei denn, es wird irgendwas anderes auf YouTube-Channel gesagt. Verwirrend, ganz verwirrend. Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall beim. Genau, beim 12. Tag. Ne, Moment, doch 12. Tag, doch 12. Tag. Wir spielen gegen Terraner. Und wir halten es eigentlich zurzeit ganz gut, also. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben bis jetzt wieder Haufen Spiele gewonnen, also in den letzten paar Tagen. Das ist schon echt nicht schlecht. Also wir werden auf jeden Fall besser, das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Also. Oder die Gegner werden schlechter. Haha. Nein, wir werden natürlich besser mit der Zeit. So, mit Lackerfang. So, wir spielen gegen Terrana. Und ja, wir machen die Base auf jeden Fall nicht dicht, weil bringt nichts. Na, Maus ein bisschen. Könnten aber. Von Reaper absichern. Ne, machen wir nicht. Machen Standard. Machen alles Standard. Ich bin noch ein bisschen. Also, wie gesagt, das ist heute schon das erste Spiel, was ich spiele. Kann sein, dass meine Hände ein bisschen zu kalt sind. Und wir sind jetzt ganz schön spät dran mit unserem. Dafür können wir denn das Gas ein bisschen eher nehmen. Auch nicht so wilder wild ist. Aber es ist alles nicht so schlimm am Anfang. Also, wenn man mal mit seinem Pylon am Anfang vergisst, ist es nicht so schlimm, wie wenn es mittendrin ist. Da lief gerade ein WWF, habe ich gesehen auf der Karte. Müssen gucken, dass der ja hat ganz normal. Sehr schön. Wir gucken nach Gas. Und dann gehen wir auf den Sack. Schnell raus. Alles Standard bis jetzt bei ihm. Bei uns auch. Der wohl sehen. So, wir gucken gleich nochmal rein, ob er dann eine Echse genommen hat. Ein bisschen verstecken. Pylonen ist jetzt fertig. Jetzt müsste auch gleich das Gate fertig werden und gleich kommt der Kybernetik-Kern. Wir sind halt ein bisschen spät, aber es ist nicht so weiter wild. Und husten unser Warp-Gate und bauen Pylonen. Könnten wir theoretisch unten bauen. Machen wir aber nicht. So, wir gucken, ob wir. Echse kriegen, ja, das ist alles normal, Standard, ja, schießt ruhig den weiter an. Wir sind eins. Der den lieber verliert er. Und wir nehmen unsere eigene Echse. Oh, meine Finger sind aber auch echt kalt, ey. Nein, meine Sonde. Aber kein Bunker da. Versuchen wir mal ein bisschen Schaden anzurichten. Doch, das sieht schlecht aus für ihn. Der ist weg. Wir müssen auf jeden Fall das bauen. Und noch ja, den kriegen wir vielleicht auch noch weg, bevor seine zwei Segments rauskommen. Kriegen wir vielleicht noch eins weg. Und jetzt hauen wir ab. Da gab es ordentlich
So, zwei Gates. Müssen eigentlich jetzt schon ganz schön im Vorteil sein. Können trotzdem nochmal runter gucken. Ob wir das Cycling noch kriegen. Wenn wir das Cycling noch kriegen, dann sieht es richtig schlecht aus für ihn. Mal richtig gut voraus für uns. Schnell weg. Darf man auch nicht zu viel spielen. Ja, ich würde eigentlich... na gut, okay. Bauen wir das halt zuerst. Ist doch wurscht. Also er hat auf jeden Fall ordentlich verloren. Da fehlt einer. Und wir haben nur zwei Stalker verloren. Also nicht heiter wild. Die Echse konnten wir zwar nicht hinein, aber das ist auch nicht so weiter wild. Das ist die Frage, was jetzt sein Follow-up ist. Wir gehen auf Kolosse. Kolosse upgrade geht noch nicht. Geht jetzt. Und gucken, was er bringt. Und nehmen dabei eine Echse. Kommt ein Marine vorgelaufen. Den holen wir uns mal schnell. Widowmines. Oh, wahrscheinlich ein Widowmines Drop kommen. Oh, Marines verlau! Okay, er nimmt jetzt auch eine Echse. Ich fürchte ein bisschen den Widowmine-Drop. Weil jetzt steht nur noch eine da. Oh, Pylonen verkackt. Aber eigentlich müssen die jetzt fertig sein, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist echt nicht viel, was er da hat. Stehen echt meine drei Stalker jetzt noch da unten? Wir sind die Klingen Ajors. Mein Leben für Ajor. Ihr habt nicht genügend. Moment, nee, wir machen erst Upgrades. Jetzt kommt er. Das ist gut für uns. Kommt der wirklich oder ist einfach nur vorgerutscht? Scheint wirklich zu kommen. Da kommt da wieder mein Trop. Oh, da haben wir einen Trop drin. Mitgekriegt, aber den Widowmine Trop haben wir ein bisschen gekillt. Das ist aber nicht so weiter wild. Bauen weiter Kolosse. Und da ist noch eine Widowmine. Oh, der war aber schön. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So,
Machen wir wieder ein bisschen mehr Gas. Können wir mal Dreier abziehen. Bauen auf jeden Fall das ganz schnell. Und bauen jetzt Gates. Ohne Ente. Wir haben jetzt 4 Kolosse. Ne, 3. Mist. Bauen natürlich noch einen. Er baut auf jeden Fall dagegen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und ich brauche ganz viele Pylonen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzlich mehr Gas. Und Pylonen bauen. Gates, Pylonen, allen drum dran. Na, das ist doch schon vorbei. Nur so lange mal runter. Kann doch nicht sein! GG. War zwar nicht so gut gespielt von mir, aber es passt schon. Holla. Ich bin aber, wie gesagt, immer noch ein bisschen gleich der Kälte, das passt schon. So, oh, meine Finger sind kalt, ey. Oh, ich muss hier kurz meine Finger aufwärmen. Ja, es wird langsam Winter, oder Herbst, sagen wir mal eher so. Obwohl es eigentlich draußen 25 Grad sind in der Sonne, aber im Schatten ist es echt schon eiskalt draußen. So, was waren ja sonst so? Nicht so gut wie wir. So, wir erreichen ja bald die DR1-Liga. Nicht mehr lange. So ungefähr noch so ein bisschen mehr als ein Drittel. Ich will jetzt nicht zu laut sein, denn wenn wir jetzt ein paar Zergspieler kriegen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und bei dem Game hätten wir ja vieles noch besser machen können. Aber wir haben schon ziemlich viel gemacht am Anfang. Also das war echt ganz gut. Was ich gelernt habe auf jeden Fall bei Zergspielen, man muss den Zerg nerven. Man muss ihn zwischendurch stressen, sonst hat man kaum noch eine Chance gegen Zerg. So, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ja, Zerg. Wer hätte es gedacht? Jim Raynor. Als Zerg. Mhm. Ja, Zerg. Archentrop könnten wir spielen. Das wäre echt voll die Idee. Dann spiele ich, glaube ich, Gate-Exe. Nicht 2-Gate-Exe, sondern normal Gate-Exe. Aber ich muss ihn vorher scouten, weil wenn ein Pool zuerst genommen hat, sieht es dann wieder schlecht aus für uns. Dann müssen wir wieder auf Two-Gate umschwenken. Weil das kann man mit dem Two-Gate viel besser verteidigen. Da kommt jetzt schon eine Drohne. Und bestimmt das Gas klauen oder so eine Scheiße. Der will mir unten das Gas klauen. Da unten kann es gerne klauen. Okay, wir spielen Two-Gate-Opening.
Er zwingt mich ja so gesehen dazu. Was juckt uns denn natürlich? Null. Pool hat er jetzt erst gesetzt. Das ist natürlich blöd gegen den Zerg. Aber ein Pool hat er ziemlich spät dadurch. Also wir werden dann mit zwei Adepten vorgehen. Da einfach mal ein bisschen Stress aufzubauen. Und sollten jetzt auf jeden Fall unsere Echse nehmen schon. Was heißt jetzt? Gleich. Er hat keine dritte, oder? Das muss ich auf jeden Fall in Erfahrung bringen. Ich komme auch mit einem Roach. Schlinge hat er schon. Doch, dritte nimmt er. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Und zwei Stalker noch. Die Templer rücken vor. Und bauen jetzt definitiv unsere Echse. Dann sind wir ein bisschen spät dran. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Für den Ruhm. So soll es geschehen. Die Erstgeborenen werden siegen. Nee, wieder weg. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Vorwärts. Möge euch der Tod schnell ereilen. Das wollte ich eigentlich nicht verlieren, aber egal. Ich bin das. Forschung abgeschlossen. Ja, gegen Zerg bin ich zurzeit nicht so gut. Also das könnten wir auf jeden Fall verlieren. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Faszinierend. Vor allem ist es hier doppelt offen. Das ist echt nervig. Haben wir echt gerade einen Overlord gekriegt für Lau? So, wir müssen auf jeden Fall scouten, was er spielt. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Könnte uns ja auch mit Mutas überrennen. Überfliegen. Aber da wissen wir ja nur, wie wir reagieren müssen auf Mutas. Also das ist kein Problem. Gucken auf jeden Fall. Kommen ein paar Linge. Das stört uns jetzt nicht so weiter. Und noch gleich unseren ersten Koloss. Hat ein bisschen wenig an seiner zweiten. Wie kommen die denn rein? Wie sind die denn reingekommen? Da hat wohl jemand getroppelt. Ah! Ich hätte gerne gewusst, was das ist.
Zergtrop hatte ich jetzt aber auch lange nicht mehr. Aber wie gesagt, er hat halt auch nicht viel in seine Echse gehabt. Was ist euer Blut? Also ich weiß nicht, ob ihm das was gebracht hat. Kann natürlich sein, dass er jetzt wirklich um Muten geht. Wo kam die Klinge denn her? Sollten auf jeden Fall die Echse nehmen. Jetzt voll saturiert, jetzt ist sie voll saturiert. Ja, naja, auch nicht wirklich. Ich will wissen, was er da baut. Boomling Hydras. Oh, was baut er denn alles? Das sieht nach einem kleinen All-In aus. Der will er jetzt auf jeden Fall pushen, so wie das ausschaut. Dann nehmen wir die Echse nicht. Machen einfach Upgrades draus. Forschung abgeschlossen. Hier ist zusätzlich. Dann bauen wir schnell noch ein paar Pylonen. Upgrades hat er jetzt noch nicht. Das könnte unser Vorteil sein. Nicht genügend Energie. Ja, nicht genügend. Ich bin hier in die Schatten. Wir nehmen trotzdem eine Echse. Bringt ja nichts. Ja, drei Echsen, wir haben nur zwei normale. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, er hat sogar eine vierte jetzt. Lass uns auf jeden Fall eine Echse nehmen. Nehmen auf jeden Fall Unsterbliche jetzt noch dazu. Was habe ich? Gas habe ich genommen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine dritte, weil das ist echt zu viel, nicht was wir hier haben. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Go. Versuchen wir mal, er hat wie gesagt irgendwie nichts. Ein paar Linge. Ah doch, da kommt's. Oh, da kommt richtig viel. Jetzt versuchen wir Feuer zu crushen. Die Frage, von wo es kommt. Und hier, alles klar. Vielleicht haben wir zwar gewonnen, auf jeden Fall mehr Unsterbliche. Und unsere Upgrades.
verdammt wenig Mineralien, ey. Also er wird gleich nochmal kommen, so wie das aussieht. Shitty, shitty. Ich hab das nochmal auf jeden Fall verloren. Schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich finde das ganz schön unfreundlich von ihm. Also ich würde sagen, der muss uns jetzt komplett killen. Also das für diese Frechheit, wenn er ins Herk halt, das ist halt zurzeit halt nicht die Rasse, die ich besiegen kann. Deswegen wird es ein bisschen schwierig für mich. Macht uns jetzt nicht fertig. Naja, kriegt trotzdem GG von mir, was soll's. Puh, Zerg. Unfreundlicher Zerg auch noch. Sehr unfreundlicher Zerg, naja, egal. Hätten, glaube ich, die Base schon viel früher nehmen müssen, damit wir viel mehr Einkommen haben müssen. Ja, gegen Zerg ist zurzeit echt schwierig zu kämpfen für mich. Na gut, ich würde sagen, reicht für heute. Und wir sehen uns dann gleich nachher im Livestream. Und bis dahin, tschüss, tschüss, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Muttibär. Tschüss, tschüss.